Dieses Video wurde mit Hilfe von Patreon finanziert. Du bist Mitglied des Rates, aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie könnt ihr das tun? Das ist unerhört. Es ist ungerecht. Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum ist Zora noch kein Meister? Lasst uns darüber mal sprechen. Submit! Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu Mobbing am Arbeitsplatz in Kingdom Hearts. Zora ist noch immer kein Schlüsselschwertmeister, obwohl er der Protagonist von Kingdom Hearts ist und über die Jahre immer stärker und reifer geworden ist. Offiziell hat er aber immer noch nicht den Titel und es gibt jede Menge Leute, die deswegen so ein bisschen angepisst sind. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass diese Entscheidung bisher in der Story aber genau so richtig ist. Es ist richtig, dass Zora noch kein Meister ist. Packt die Mistgabeln und Fackeln wieder ein. Ich werde euch jetzt mal erklären, warum ich glaube, dass das genau die richtige Entscheidung bisher war. Das Schlüsselschwert zu beherrschen ist keine Fähigkeit, die man leicht erhalten kann. Ja, es mag auf uns als Spieler so wirken, dass das Schlüsselschwert spätestens seit Union Cross nichts Besonderes mehr ist. Das liegt aber daran, dass wir in der Story meistens nie die unzähligen, normalen Bewohner der Welten sehen, die eben keine Schlüsselschwertträger sind. Ich komme! Ja, nee, ist klar, Aladdin. Du hast wie immer nur Flausen im Kopf. Der Mann mit den flammenden Flausen hat uns gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht, überhaupt zu lernen, wie man ein Schlüsselschwert führt. Und natürlich wird sich der Plot in Zukunft auch um Schlüsselschwertträger drehen, weil die halt Dreh- und Angelpunkt in der Story sind. Deswegen macht es vielleicht den Eindruck, dass so gut wie jeder nun ein Schlüsselschwert hat, aber die vielen, vielen Personen, die keins haben, sehen wir eben nicht. Wir sehen halt Zora und Co. und nicht Magdalise aus Walle. Ich heiße Magdalise Walzer. Ich wohne in Walle und werde 80 Jahre alt. Ich habe den Witz verstanden. Bisher kennen wir aus der Story offiziell folgende Meister: Xehanort, Arrakas, Odin, Yensid, Aqua, Mickey, Riku, Ephemer, die verschwundenen Meister und natürlich den Meister der Meister selbst. Und naja, Terras Rang ist wohl Haarspalterei. Join me. You and I can do the world's much greater good by wielding light and darkness in equal shares. Master Xehanort. See more worlds. Seek out the darkness that upsets the balance. Find Vanitas and bring an end to him. Master. Was sich die meisten vermutlich fragen ist, warum sind einige von denen Meister, wenn Zora immer noch kein Meister ist? Immerhin hat er bereits als 14-Jähriger die Welten vor Anselms Dunkelheit-Apokalypse gerettet. Ein Jahr später hat er die Welten erneut vor der Organisation 13 gerettet, zwar mit Rikus Hilfe, klar, aber trotzdem hat er Xemnas aufs Maul gehauen. Ich hau dir aufs Maul! Und in Kingdom Hearts 3 war er derjenige, der Meister Xehanort endgültig besiegt hat und die X-Klinge genutzt hat, um Kingdom Hearts wieder zu versiegeln. Damit ist Zora vielleicht der stärkste Schlüsselschwertträger, den wir bisher aktiv in der Story haben kämpfen sehen. Ich sag's immer wieder, Zora ist sowas wie eine Kraft des Lichts Atombombe. In Dream Drop Distance wurde er von Yensid nicht zu einem Schlüsselschwertmeister gemacht, weil er die Macht des Erwachens während des Verlaufs der Geschichte nicht erlernt hat.
Riku hingegen hat das geschafft und wurde somit der einzige neue Schlüsselschwertmeister. Aber diese Macht des Erwachens hat Sora ja in Kingdom Hearts 3 durch Disney-Magie doch noch gefunden. Sora ist super stark und kann eigentlich so gut wie jedem Feind trotzen. Streng genommen hat er sogar die ausgefallenste Magie drauf, die wir in Kingdom Hearts bisher gesehen haben. Er war im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel, um die Welten vor Meister Xehanort in Teil 3 zu retten. Ohne ihn wäre das völlig schief gelaufen. Also verdient er ja wohl endlich mal den Meistertitel, oder nicht? Was haben bitte all die anderen Charaktere, was Sora nicht hat? Warum sind hier alle Meister, aber Sora immer noch nicht? Naja, dazu muss man erst einmal sagen, dass wir aktuell gar nicht wissen, was genau jemanden zu einem Meister macht. Die Bedingungen scheinen völlig willkürlich zu sein. Sora und Riku sollten in Dream Drop Distance die Macht des Erwachens erlangen. Terra und Aqua mussten aber gegen leuchtende Kugeln Vollkontakt-Billard spielen. Und was genau Arrakis und Xehanort zu ihrer Zeit machen mussten, wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht mal, ob Aqua, Terra, Arrakis und Xehanort überhaupt selbst die Macht des Erwachens besessen haben. Ich meine, wir können irgendwie davon ausgehen, aber sicher wissen tun wir es nicht. Also hat Sora denen ja was voraus, oder nicht? Und wenn es um pure Kraft und den Umgang mit dem Schlüsselschwert geht, naja, zumindest Terras verweilenden Willen, die von Dunkelheit besessene Aqua und den verdammten X-Klinge benutzenden Meister Xehanort hat Sora zumindest umgeklatscht. Ich hau dir aufs Maul! Das stimmt zwar alles, aber das Ding ist, Sora ist halt auch ein Honk. Zum einen ist Sora die meiste Zeit über nicht allein unterwegs. Donald und Goofy helfen ihm bei jeder Gelegenheit, die sie bekommen. Ja, Legenden besagen sogar, es kommt ab und zu mal vor, dass Donald Sora im Kampf heilt, aber ich persönlich habe dieses Ereignis genauso oft gesehen wie eine Sternschnuppe am Himmel. Sora ist die meiste Zeit über so unscheinbar und naiv, dass Goofy ihm die Zusammenhänge des Plots erklären muss. Und wenn er dann wirklich mal alleine unterwegs ist, was passiert dann? Er wird von der Organisation 13 fast zu einem Gefäß für Meister Xehanort gemacht und Riku muss ihn retten. Oder in Teil 3. Sora ist völlig allein und wozu entscheidet er sich? Das gesamte Raumzeitgefüge zu riskieren und die Vergangenheit umzuschreiben. Ich meine, okay, am Ende wird alles gut. Könnte man Sora ja jetzt dafür loben, dass er diese riskante Entscheidung getroffen hat. Ist doch alles in Butter für ihn, oder nicht? Nein, er stirbt. Wenn du Sora sich selbst überlässt, dann begeht er Suizid oder kegelt sich selbst aus der Weltenlinie. Er ist schon fast sowas wie ein großes Kind, das du beaufsichtigen musst, weil er sonst anfängt, Spülmittel zu trinken. Und ich glaube, es ist genau das, was Sora von den anderen Meistern unterscheidet. Es ist natürlich ein wichtiger Faktor, wie gut du das Schlüsselschwert beherrschst, aber letztlich ist das nicht der ausschlaggebende Punkt. Meiner Meinung nach ist es vielmehr deine Einstellung dazu, wie du das Schlüsselschwert benutzt. Dein Verantwortungsbewusstsein dem Schlüsselschwert und der Macht gegenüber, die es dir verleiht. Nehmen wir zum Beispiel Mickey. Sora und Co. sehen zu ihm auf. Er ist in gewissem Maße der Anführer der Gruppe rund um Sora. Mickey hat einen Blick auf alle Welten und stellt während den Ereignissen von Kingdom Hearts 1 und 2 sicher, dass Sora überhaupt so weit kommen kann, wie er es letztlich tut. In Teil 3 ist er die Last Mouse Standing und ohne ihn hätten sie wohl verloren. Mickey zieht als erster aus, um die Welten zu retten und schmiedet wirklich einen Plan. Sora sucht eigentlich nur seine Freunde und rettet die Welten dann so nebenbei. Er schafft das aber wie gesagt nur, weil Mickey ihm den Weg vorbereitet. Und was ist mit Riku? Er ist der Dunkelheit verfallen, hat einen großen Fehler gemacht, aber hart an sich gearbeitet und eine völlige Rehabilitation geschafft. Wo Sora im Alleingang versagt hat, konnte Riku ihn und den Tag retten. Riku war auch schon seit dem Ende von Chain of Memories mehr oder weniger allein unterwegs und hat darauf hingearbeitet, dass Sora wieder aufwacht. Riku hat Sora ein Jahr lang beschützt und sich selbst aufgeopfert. Ohne Riku wäre Sora vielleicht nie wieder aufgewacht. Während Sora gepennt hat, hat Riku Geheimagentenkram abgezogen.
Und in Teil 3 ist er genau derjenige, der einen kühlen Kopf im Angesicht des Todes behält und Sora wieder wachrütteln muss, während er vor Panik gelähmt ist. Riku hat absolutes Durchhaltevermögen, genauso wie Aqua. Direkt nachdem sie zu einer Meisterin gemacht wurde, musste sie sich nicht nur der unvisierten Bedrohung stellen, sondern auch Terra beschatten. Und wir wissen natürlich, was alles in Birth by Sleep passiert. Man könnte sagen, Aqua hatte den schlimmsten ersten Arbeitstag, den man sich nur vorstellen kann. Trotzdem hat sie die Weitsicht bewiesen, Ventus zu verstecken. Sie hat sich Terranort gestellt und anschließend eine unendlich lange Zeit allein im Reich der Dunkelheit ausgeharrt. Ja, letztlich war es auch für sie zu viel und sie musste dann von Sora wachgeklatscht werden. Aber man muss auch einfach sagen, von allen Charakteren hatte sich vielleicht das schlimmste Schicksal und sie hat dennoch so lang durchgehalten. Ich wette mit euch, Sora wäre schon viel, viel früher eingeknickt und hätte seine Haltung verloren. Die anderen Charaktere waren teilweise einfach in viel schlimmeren Situationen, als Sora es jemals war. Und wenn Sora mal in so einer Situation steckt, dann bewältigt er sie in der Regel nicht so gut. Wie hätte Sora wohl auf die Situation reagiert, in die der Meister aller Meister seine Schüler, die auch alle Meister waren, hineinmanipuliert hat? Ja, es kam zum Krieg. Aber sie hatten ja quasi gar keine andere Chance, weil der Meister der Meister so ein perfides Genie ist. Außerdem sollte man gerade bei diesen Charakteren hervorheben, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Meister waren. Sie haben ganze Scharen von Schlüsselschwertträgerinnen in ihren Unionen angeführt. Glaubt ihr, Sora wäre so eine Aufgabe gewachsen? Aqua, Riku und Co., die sehe ich da, denen traue ich das vollkommen zu. Aber Sora? Selbst Terra würde da einen besseren Job machen, glaube ich. Terra war damals zu sehr auf seine Kraft fixiert und hat das große Ganze aus den Augen verloren. Die Dunkelheit war das deutlichste Anzeichen dafür. Deswegen wurde er von Arrakis nicht zum Meister ernannt, auch wenn seine grundsätzlichen Fähigkeiten und sein Mindset ausgereicht hätten, um ein Meister zu werden. Schließlich hat er den Ritus mit Riku vollzogen und so die Kraft des Schlüsselschwertes an ihn weitergegeben. Etwas, was nur ein Schlüsselschwertmeister kann. Und nein, Sora hat das bisher noch bei niemandem gemacht. Fans sagen gerne, dass Jack Sparrow wegen dieser Szene auch ein Schlüsselschwert führen kann, aber das wäre halt nur der Fall, wenn Sora damals schon die Fähigkeiten eines Meisters gehabt hätte. Was Sora tut, ist unglaublich wichtig und gut, aber nach einer Schlacht fängt er anschließend immer wieder von vorne an. Yensid fasst es sehr gut zusammen. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Oh. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? Die Schlüsselschwertmeister sind für mich alles ausdauernde Profis, die den langen Marathon, den Kampf gegen die Dunkelheit, stemmen können. Sie sind so gut und mental sortiert, dass sie ihr Wissen an neue Läufer weitergeben können. Sora ist ein Laie, der richtig gut im 100-Meter-Sprint ist und dabei auch schneller als die Marathonläufer. Danach geht ihm aber die Puste aus und er bricht sich danach spontan vielleicht ein Bein oder einen Arm. Und genau das ist der Grund, warum Sora auch noch kein Schlüsselschwertmeister ist. Ich glaube aber natürlich auch ganz fest, dass Sora eines Tages soweit sein wird. Vielleicht ist es ja während Kingdom Hearts 4 endlich soweit. Ich denke, der springende Punkt wird dann hier sein, dass Sora lernt nachzudenken, bevor er etwas tut, und dass er lernt, auch alleine etwas geschissen zu bekommen. My friends are my power, schön und gut, aber wenn sie dich ständig babysitten müssen, dann sind sie zwar deine Kraft, aber du ihre Bürde. Im Endeffekt ist Sora sowas wie der nette Kollege im Büro, den alle mögen und der immer für alle da ist. Aber würde man ihn zum Chef machen, dann würde die gesamte Abteilung im Chaos versinken. Sora hat einfach keine Führungsqualitäten. In diese Rolle muss er einfach noch reinwachsen.
Generell ein riesiges Dankeschön an meine Patreons. Ich hätte niemals gedacht, dass so viel dabei rumkommt, aber es ist wirklich so viel bei rumgekommen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für eure Unterstützung. Und ein besonderer Dank gilt natürlich der Organisation 13. Nur die stärksten Niemande finden sich hier ein. Nämlich Sippel, Gardes, Natsu the Shadow Demon, Phantom Deep Kid, Multifailer, Max 01, Aiza Re, Luffy DX, Nickname Mai, Kevin Sussmann, Pro Mortius, Triforce Hero, Vanya Linke. Und ganz klar auch Dankeschön an die ganzen Schlüsselschwerträger. Alexander Wolz, Erok, Mark X, Stefan Geier, Balnadanus, Marcel Break, DJ Industry, The Game Ranger, Abraxax, Kenji Shihoru, Tigam Red, Markus Linnemann, Witchcrafter Asagi, Tino 89, Vanitas, Berladin, Dennis Kepler, Stern Robin, Kickbu, Ariel Valentin, Venkix, Glassarg, Cheryl Blader, Luke Truck, Zelfa, Andy Mass, Feister, Der wahre Tobis, Sadalia 90, Eduard Wolf, Sarah Joy Gerlach, Nogarem, Tim Pfeiffer, Sibikun, Faliok, Get Asian, Portal Mario, Ngoc Queen Kwang, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, es tut mir total leid, wenn es falsch ist, Svodalin Cho, Drago 349, Zirtab 30, Crazy Link, Jin mit Skin, Seed, Alien Sleeping Dragon, Sensei East, Mark 29, Xalpax, JGH, Gons View, Ein Wal, Julia und Dominik, Umud Akshay, Ria, Der Perino Valentino, Sabrina Balsiger, Sid Spiegler, Ilidias, Lord Master, Arox, Zeta Trezen, Jojo is online, Der Kai 344, Fabi 092002, Joker 4015, Plants are Friends, Void, Skriptex, Eileen Evering, Mirko Mitgar, Rico X07, Michael Schöttl, Dordrax, Reis, Grasinio, Franziska Müller, Sorenku, Lukas Strand, Rick O, Vincent Fellow, Dante Spada, Julian Knust, Spucknet, Valkyr 0803, Naon, Schokopotter, Fabian Rode, Krefi Lux, Miguel Menjiba, Shirainui, MUGLP, Kami Madara, Janiksche, Nicolas Endres und Arthur Walz.